Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Opfer von Einbrüchen leiden oft noch Monate und Jahre nach der eigentlichen Tat unter Angstzuständen, Schlafstörungen und auch Stress. Wir zeigen Ihnen heute bei Bauen und Wohnen, wie schnell ein professioneller Einbrecher ein ungeschütztes Fenster aufbrechen kann. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie sich und Ihre Familie mit einer kleinen Nachrüstung dauerhaft schützen können. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Beginnen wollen wir doch mit einem ganz anderen Thema, und zwar der Gartengestaltung. Wie soll dieser am Ende aussehen? Folge ich den aktuellen Trends oder gestalte ich meinen Garten ganz individuell? Will ich Rasen- und Blumenbeete oder will ich große Steinbeete mit modernen Wasserspielen? Wir haben bei einem Experten nachgefragt, was heute alles möglich ist und auf was es bei einer guten Planung genau ankommt. Der perfekte Garten sollte schön aussehen und möglichst wenig Arbeit machen. Dass das gar nicht so schwer zu erreichen ist, beweisen moderne Gartenanlagen. Denn wer seinen Garten neu gestalten möchte, muss nur ein paar Dinge beachten. Grundsätzlich sollte man schauen, dass der Garten einfach auch zum Haus passt. Das heißt, dass der Stil vom Haus, die Architektur, sich im Garten widerspiegelt. Und grundsätzlich, der Trend ist eigentlich, dass man wirklich auch einen pflegeleichten Garten hat, dass man seine Zeit im Garten wirklich zur Erholung nutzen kann. Und einfach auch die Zeit, die man im Garten verbringt, wirklich genießen kann. Das heißt, das Thema wirklich auch mit Beleuchtung, dass man sich abends wohlfühlt im Garten, spielt heute einfach auch eine wichtige Rolle. Hier wurde der vorgegebene Höhensprung genutzt, um eine Sitzmauer aus Naturstein zu errichten. Diese dient nicht nur als Deko-Element, sondern auch als Sitzmöglichkeit im Winter, wenn keine Gartenmöbel aufgestellt sind. Außerdem sehr beliebt, Wasserspiele im Garten. Dabei, ebenso wie bei Lichtinstallationen, sollte vorab sichergestellt sein, dass ein Stromanschluss vorhanden ist. Ein Wasseranschluss ist in diesem Fall nicht notwendig, da das Becken unter der Erde verbaut ist. Was auch wichtig ist, dass das Wasser, Sie sehen es hier, das Wasser geht jetzt nur ein paar Zentimeter auf die Steine runter. Und durch das wird es nicht so laut. Das ist auch oftmals ein Problem an Wasserspielen, wenn Sie in der Nähe von der Terrasse sind, dass die Wasserspiele zu laut sind. Früher wurden oftmals große Wellsteine gesetzt, das Wasser plätschert runter, verdunstet ziemlich stark und dann muss man ständig nachfüllen und es ist einfach zu laut. Um einen pflegeleichten Garten zu bekommen, muss man die richtige Bepflanzung wählen. Das heißt, Sonnen- und Schattenseiten berücksichtigen und vor allem ausreichend bepflanzen, also nicht an der Stückzahl sparen. Im ersten Jahr kann die Fläche mit Kompost abgedeckt werden. Das bedeutet weniger Unkraut jäten. Nach 2 Jahren ist der Boden vollständig bedeckt. Bei aller Individualität in Wohngebieten kommen Bebauungsplan und Nachbarschaftsrecht zum Tragen. Dies immer berücksichtigen. Wie ist die nachbarliche Nutzung? Wie ist das Gebäude angeordnet vom Nachbar? Wo sind Sichtachsen? Man möchte ja Sichtachsen zum Teil auch verdecken, dass man sich wirklich auf der eigenen Terrasse wohlfühlt. Das kann man natürlich lösen durch Bepflanzung, die man gezielt platziert, oder eben auch durch Heckenpflanzungen oder Sichtschutzelemente. Zum Thema Rasen haben die Experten einen Tipp. Säen ist out, heute wird fast ausschließlich Rollrasen in den Gärten verlegt. Damit kann man das Grün im eigenen Zuhause mit wenig Aufwand und vor allem ohne lange Wartezeit genießen. Ja, liebe Zuschauer, Rollrasen liegt bei der Gartengestaltung im Trend. Immer weniger Menschen machen sich die Mühe, den Rasen einzusäen und zu warten, bis dieser dicht gewachsen ist. Alle bevorzugen das schnelle Grün. Wie dieses vom Feld in den Garten kommt, wir haben einen Experten bei der Arbeit begleitet. Rund 10 Hektar Fläche Rollrasen bearbeiten Roland Witter und Lothar Karrer im Deggenhauser Tal. Schälen nennt sich das Ernten von Rollrasen. Dabei wird der Rasen immer frisch auf Kundenanfrage geschält, da er innerhalb von 24 Stunden danach verlegt werden muss. Seit einigen Jahren hat sich der Trend zum Fertigrasen, dem sogenannten Rollrasen, durchgesetzt. Der Profi übernimmt dabei für den Kunden die Anzucht des Rasens.
Der Rasen wird eingesät. Wir nehmen allerdings spezielles Rasensaatgut für Rollrasenanbau, einfach wegen der Bewurzelung. Das können Sie hier schön sehen, einfach dass er dichter, stabiler ist, wenn Sie jetzt hier schauen. Und der Unterschied ist einfach, der Rasen wird praktisch von uns vorkultiviert, wird gesät, angewalzt, dreimal in der Woche gemäht, also einmal in der Woche gestriegelt. Und das geht über einen Zeitraum von ca. 12 Monate, bis er dann verkaufsfertig ist, bis Sie dann diese Qualität hier kaufen können, bei uns erwerben können. Rollrasen kann in etwa von März bis Oktober verlegt werden. Das Schälen beginnt, sobald der Boden nicht mehr gefroren ist. Das ist echte Knochenarbeit. Rund 20 Kilo wiegt eine Rolle und damit ein Quadratmeter Rollrasen. Die Kosten meist zwischen 3 und 10 Euro pro Quadratmeter, je nach Qualität und Transportweg. Regional angebaut für regionale Kunden. Bei Roland Widder und Lothar Karrer gehört Nachhaltigkeit bei ihrem Produkt dazu. Nach dem Rollrasen wird das hier gegruppert, wenn Sie jetzt hier das sehen. Und dann kommt, wir werden jetzt hier Gründüngung bzw. Kleeeinsaat, einfach, dass wir mit dem Boden arbeitet. Im Anschluss, im Herbst, wird dann Getreide angebaut. Das Getreide selber abgeerntet, das Korn und Stroh wird gehäckselt. Einfach, dass wir mit der Erde arbeiten. Das ist uns wichtig. Und dann im Jahr drauf können wir dann wieder mit Rasen kommen. Der größte Vorteil des Rollrasens ist der schnelle Erfolg. Wo morgens noch eine kahle Fläche war, wächst abends ein grüner Rasen. Nach etwa 2 Wochen ist alles verwachsen und der Rasen voll nutzbar. Auch Unkraut hat auf Rollrasen anfangs keine Chance. Damit das so bleibt, ist regelmäßiges Mähen, Düngen und Bewässern notwendig. Der Profi empfiehlt übrigens einen Mähroboter für die optimale Pflege. Und wie der Rollrasen dann im Garten verlegt aussieht, sehen Sie hier. Liebe Zuschauer, wie schnell und einfach Einbrecher heute ein ungesichertes Fenster aufbrechen können, das zeigen die neuesten Zahlen der Polizei. Mit 170.000 Einbrüchen war 2015 ein Rekordjahr. Wir zeigen Ihnen nach einer kurzen Pause, wie Sie sich gegen Einbrecher schützen können. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Wer es einmal mitgemacht hat, vergisst es wohl leider so schnell nicht wieder. Das aufgebrochene Fenster, die verwüstete Wohnung und vor allem fremde Menschen in der eigenen Privatsphäre. Obwohl die Einbruchszahlen seit Jahren steigen, gibt es in Deutschland immer noch viele Wohnungen und Häuser, die gegen Einbruch ungenügend geschützt sind. Bei mir gibt es doch nichts zu holen. Diese Aussage hört man von vielen Haus- und Wohnungsbesitzern. Doch woher wissen Einbrecher das? Ungesicherte Fenster und Türen sind deshalb eine Einladung für jeden Dieb und eine Gefahr für jeden Bewohner. Bei einem Standardfenster fehlen hier, wie man das hier sieht, die Pilzzapfengetriebe, der Anbohrschutz, der hier außen liegt, ein abschließbarer Griff, die Gegenschutzbeschläge im Rahmen und die gesicherte Glasanbindung im Glasbereich. Also ein Standard Einbrecher, der kein Profi ist, mit einem Schraubenzieher kommt er in ein Standardfenster rein in weniger als 10 Sekunden. Die Kriminalstatistik zeigt, dass 80% der Einbrüche über Fenster und Balkontüren durch einfaches Aufhebeln verübt werden. Etwa alle 3 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Im Jahr 2015 registrierte die Polizei mehr als 167.000 Einbrüche. Das ist ein Anstieg von 10% und damit Rekordniveau. Man denkt natürlich, eingebrochen wird hauptsächlich in der Nacht. Das ist nicht ganz richtig. Es ist schon so, in der dunklen Jahreszeit, in den Zeiten von Oktober bis Februar, wird vermehrt eingebrochen. Das stimmt. Hier nutzen die Täter einfach den Umstand, dass die Dämmerung früher einbricht. Aber man darf nicht vergessen, es wird auch tagsüber eingebrochen. Im Gegensatz zum deutschlandweiten Trend ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr um 10% gesunken.
Ein Einbrecher bricht seinen Einbruchsversuch ab, wenn er nach 30 Sekunden nicht im Haus ist. Aus diesem Grund kann eine einbruchhemmende Nachrüstung helfen. In jedem Fall sollte diese von einem geschulten und zertifizierten Errichter vorgenommen werden, der dazu auch eine Berechtigung des Landeskriminalamts vorweisen muss. In diesem Haus wurde ein kompletter Sicherheitsbeschlag montiert, mit Pilzkopfverriegelung und passendem Gegenstück im Rahmen. Die Sicherheit ist gewährleistet, dass alle Teile im Stahl verschraubt sind. Beim Holzfenster hält es auch im Holz. Und es sind verschiedene Komponenten, die hier zusammengefügt werden. Der abschließbare Fenstergriff nach 100 Newtonmeter, die gewisse Pilzzapfenteile, die Rahmenteile und ein Anbauschutz auf dem Flügel. Vorsicht vor Nachrüstprodukten vom Discounter. Hier ist der Schutz fragwürdig, so der Experte. Diese Nachrüstvariante kostet rund 220 Euro pro Fensterflügel. Etwas teurer mit rund 350 Euro ist die aufschraubbare Nachrüstung, die häufig bei Terrassentüren verwendet wird. Oben haben wir völlig verdeckliegend nachgerüstet. Das heißt, wenn wir fertig sind, sieht man eigentlich nicht, dass wir eine gewährleistete Einbruchhemmung haben. Hier unten rüsten wir jetzt nach auf sichtbare Beschläge. Die passen auf jedem Fenster immer. Da ein Einbruch im Schnitt nur wenige Sekunden dauert, steht die mechanische Sicherung vor der Alarmanlage. Also auch wer glaubt, bei ihm sei nichts zu holen, sollte über eine Nachrüstung nachdenken. Alleine um zu schützen, was einem lieb ist. Und zum Thema Einbruchschutz begrüßen wir zwei Experten, und zwar Hans Hunger vom Polizeipräsidium in Konstanz. Guten Abend. Guten Abend. Und Jürgen Schäfer von Schäfer Fenstern und Türen in Markdorf. Guten Abend, hallo. Hallo. Herr Hunger, wie haben sich eigentlich die Einbruchszahlen in Baden-Württemberg die letzten Jahre entwickelt? Also wir hatten die letzten Jahre eine stetige Zunahme, aber Gott sei Dank sind die Zahlen von 2014 auf 2015 um 10% in Baden-Württemberg gesunken. Kann man jetzt ein bisschen sagen, wo finden die meisten Einbrüche statt? Eher im städtischen Bereich oder eher im ländlichen Bereich? Jawohl, eher im städtischen Bereich. Also wenn man die Häufigkeitszahlen anschaut, wir liegen in Baden-Württemberg, also auf 100.000 kommen 116 Einbrüche, Wohnungseinbrüche, da liegen wir bei den Städten doch vorne. Ja. Gibt es ein gewisses Prinzip, nach dem sich die Einbrecher eigentlich ein Objekt aussuchen? Ist das wahllos oder ist das wirklich gezielt? Also wir haben 50 Täter befragt, die im Gefängnis sitzen oder saßen, und die sagen uns, sie gehen einfach durch ein Wohngebiet durch und gucken, wo ist denn wahrscheinlich niemand zu Hause. Und dann klingeln sie außen und brechen dann von hinten über die Terrassentüre oder übers Fenster ein. Gibt es eher so einen Trend, werden eher in Wohnungen oder eher in Häuser eingebrochen? Also eher Häuser, liegt aber wahrscheinlich daran, dass es da halt ein Erdgeschoss gibt. Herr Schäfer, Sie sind ja offizieller Partner auch der Polizei. Wo wird am meisten eingebrochen? Sind es die Fenster, sind es die Balkontüren oder die Eingangstüren? Also 80% der Einbrüche findet immer über die Fenster und die Terrassentüren statt. Wir wollen nämlich mal den Zuschauern zeigen, wie schnell so etwas in der Wirklichkeit auch geht. Herr Hunger, jetzt haben wir ungefähr 20 Sekunden, so schnell geht's, bis ein Fenster offen ist. Wo war jetzt hier die Schwachstelle, wenn man so ein Fenster sieht? Also das Problem mit den Fenstern aus den 80er, 90er Jahren ist das, dass da in der Regel nur Spritzguss verwendet wird. Und diese Spritzgussteile, die brechen dann ab. Oder es ist so wie hier, dass das Fenster so instabil ist, dass diese Zapfen einfach über die Zuhaltung gehoben werden und dass sie eigentlich fast keinen Schaden haben. Herr Hunger, wenn ich jetzt unbedingt nachrüsten will oder auch diese Sendung sehen, sage, wow, das geht doch ein bisschen sehr einfach. An wen kann ich mich wenden? Wenden Sie sich an die Polizei. Rufen Sie bei Ihrer Polizei an, fragen Sie nach einem Berater, die wissen dann Bescheid, werden dann entweder zu mir oder meinem Pendant verbunden und dann bekommen Sie von uns eine Schwachstellenanalyse. Also entweder komme ich zu Ihnen nach Hause oder Sie kommen zu uns auf die Beratungsstelle und dann können wir Ihnen ganz genau zeigen, worauf Sie achten müssen. Und an wen wende ich mich danach wiederum? Soweit ich weiß, haben Sie zertifizierte Partner. Ja, also wir haben Firmen, die wir empfehlen, Sie werden es kaum glauben, aber diese Firmen, die sind geprüft, die haben einen guten Leumund, das sind Meisterbetriebe, die haben einen zweitägigen Kurs besucht zum Thema Einbruchschutz, und diese Firmen empfehlen wir schriftlich übers Landeskriminalamt. Herr Schäfer, wie aufwendig ist jetzt so eine Nachrüstung im Bestand, wenn ich sage, ich möchte meine Fenster und Türen zum Beispiel nachrüsten? Also die Nachrüstung, die dauert ungefähr eine Stunde pro Flügel, also pro öffentliche Situation, ja.
Und welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Es gibt die Möglichkeit, völlig verdeckliegend nachzurüsten, sodass ihr nicht seht am Schluss. Und es gibt die Möglichkeit, aufschraubbar nachzurüsten. Was die Zuschauer auch immer interessiert, wo liege ich jetzt ungefähr preislich? Klar, jedes Haus ist sehr individuell, jedes Fenster, aber so vielleicht ja. Ein richtiges. Aber man kann so sagen, zwischen 270 und 280 Euro kostet ein öffentlicher Flügel, völlig verdeckliegend. Wenn ich jetzt beginne und sage, ich rüste nach, soll ich dann bei den Fenstern anfangen, bei den Balkontüren, bei der Eingangstür, oder soll ich sagen, nee, am besten. Also wenn man nachrüstet, sollte man, und das empfehlen wir auch immer und auch die Polizei, das komplette Erdgeschoss nachrüsten und die Balkonausgangstüre und Fenster. Herr Ungarn, wie kann ich jetzt eigentlich seriöse von unseriösen Anbietern unterscheiden? Es ist ja immer so, wenn es heißt, in der Presse groß, die Einbruchszahlen gehen hoch, wittern ja auch viele das große Geschäft. Was kann ich machen als Privatmann? Suchen Sie sich eine Firma aus, die Sie kennen, die auch Ihr Nachbar kennt, die schon länger hier ist, dann können Sie sicher sein, dass die Firma gut ist. Und wenn Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann fragen Sie uns nach. Es gibt auch genug Firmen, die nicht auf unserer Liste sind, aber die wirklich seriöse Betriebe sind. Und ich denke, ein Indiz ist auch immer der Preis. Wenn ich wahnsinnig hoch bin, zum Beispiel, wir hatten jetzt von 270, 300 Euro mal gehört, wenn ich weit drüber bin oder viel günstiger, ist auch nicht das beste Zeichen, oder? Ja, so ist es. Wenn wir jetzt vom Bestand in den Neubau gehen, wie aufwendig ist es, wenn ich sage, ich rüste gleich nach und welche Möglichkeiten habe ich? Also Nachrüstung ist dann nicht, das kommt dann werkseitig. Es gibt die Situation RC2 und RC2N. N bedeutet nicht Glas, die Beschlagssituation wäre wie hier und das kann man gleich ab Werk mitliefern. Herr Schäfer, woran erkenne ich jetzt eigentlich einbruchshemmende Produkte? Ich als Otto-Normalverbraucher werde kaum einen Unterschied sehen, ob das wirklich gut ist oder nicht gut ist. Ja, also zur einbruchhemmende Produkte nach der DIN 18104 oder RC2N oder RC2 sind viele Komponenten beinhaltet. Es geht los beim 100 Newtonmeter Griff, Anbohrschutz, Pilzkopfverriegelung, also auch nicht nur die Kippschließbleche mit Pilzkopfverriegelung, sondern Rundumverriegelung. Das sagt dem Zuschauer jetzt wahrscheinlich relativ wenig. Heißt das praktisch auch, es gibt eine DIN, wo ich sage, wenn ich etwas in die Scheibe werfe, bleibt diese auch bestehen? Ja, da gibt es eine DIN dafür. Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage Pilzköpfe, Sie hatten es gerade schon angesprochen, reicht mir ein Pilzkopf eigentlich, dass mein Fenster auf einmal sicher ist, wenn ich den Rest nicht nachrüste? Oder habe ich dann im Endeffekt wieder nichts gemacht, außer Geld ausgegeben? Nee, da haben Sie nichts. Also wenn Sie nur einen Pilzkopf nachrüsten, das bringt Ihnen gar nichts. Das müssen wir immer nach der DIN im kompletten Paket sehen. Das heißt praktisch, ich brauche immer ein Gegenstück dazu. Man braucht ein Gegenstück und man braucht alle anderen Komponenten. Auch die Befestigung im Rahmen ist wichtig. Also es ist alles nur im gesamten Paket geprüft. Herr Hunger, jetzt zum Abschluss eine Frage, die wir hoffen, dass nie jemand betrifft. Ich weiß, sie ist unangenehm, auch für Sie individuell. Was mache ich jetzt, wenn ich doch nachts aufwache und ich merke, es ist eine fremde Person in meinem Haus? Also Sie sollten denjenigen auf keinen Fall in die Enge treiben. Also nicht herunterschleichen und in der Küche überraschen und sagen, was machen Sie denn hier? Sie sollten dem die Gelegenheit geben zu türmen und dann wird er das in aller Regel auch machen. Also das heißt umgesetzt, wenn Sie oben schlafen und hören unten was und Sie rufen herunter, hallo, ist da jemand? Dann wird derjenige in nahezu allen Fällen das Weite suchen. Aber ich kann es Ihnen nicht garantieren, dass es Einzelfälle gibt, wenn jemand zu Ihnen nach oben kommt. Schwierige Frage. Ja, Herr Hunger, Herr Schäfer, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir wechseln das Thema. Am 10. Juni beginnt die EM und wir alle sind natürlich schon im Fieber für Public Viewing und für Grillen. Bislang war bei Grillen meistens Steaks, Würstchen oder auch Gemüse angesagt. Ich kann Ihnen aber sagen, unser Reporter Sven Jachmann war für Sie unterwegs und es wird verdammt süß. Also, bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, scharren im ganzen Bauen- und Wohnland die Grillmeister wieder ungeduldig mit den Hufen. Spätestens, wenn überall in den Gärten eine kleine Rauchsäule aufsteigt, wissen wir, die Grillsaison läuft wieder auf Hochtouren. Unser Reporter Sven Jachmann war unterwegs und wollte wissen, ob man außer Wurst, Steaks und Gemüse noch etwas anderes grillen kann. Und stellen Sie sich vor, er hat einen Experten getroffen, der Popcorn macht. Ja, das ist richtig, Tobias. Wir wollen heute Popcorn machen. Wir haben hier ganz normale Popkörner, also das sind natürlich Maiskörner. Wie viel nehmen wir davon? Ja, so eine Handvoll. Dann bekommen wir unser Gefäß nachher auf dem Grill so circa halb voll. Okay. Und ich sehe, du hast dich für die süße Variante entschieden.
Genau, wir haben hier die süße Variante. Das heißt, wir geben einfach auf unser Popcorn ein bisschen Zucker mit rein. Wir mischen das Ganze, um dass das Mais einfach damit ein bisschen gezuckert ist, schon mal die Süße da ist. Und darauf geben wir jetzt einfach ein bisschen Butterschmalz, sodass das Ganze nachher schön aufploppt. Okay, das war jetzt ungefähr so ein Esslöffel Zucker. Butterschmalz flüssig. Ich kenne nur diese feste Blockform. Ja, gibt es aber auch im Einzelhandel ganz normal als flüssige Variante. Und das kann man eben da schön drüber schütten. Wenn ich das jetzt nicht zu Hause habe, wir können ja schon mal rübergehen zum Grill. Wenn ich das jetzt nicht zu Hause habe, könnte ich auch, was weiß ich, Rapsöl nehmen oder so? Ganz normal Rapsöl oder Erdnussöl, nur bitte kein Olivenöl. Ja, weil Olivenöl wird zu heiß wahrscheinlich jetzt hier im genau, Grill. Genau, wir brauchen da ja eine schöne hohe Temperatur. Und deshalb können wir das nur mit hocherhitzbarem Öl machen. Gut. So, rein in den Korb. Ne? In den Korb rein, schütten das Ganze rein, schließen den Korb zu, schalten unseren Drehspieß ein, lassen das Ganze loslaufen und dabei schließen wir unseren Deckel. Wie lange brauchen wir, bis es lospoppt? Wir brauchen jetzt so circa 1 bis 2 Minuten, dann poppt es schon los und dann werden wir wunderbar süße Popcorn haben. Das geht ja schnell. Ich sehe, wie viel Grad haben wir? Wir haben noch gar keinen Grad. Nee, der Deckel war jetzt ja geöffnet. Wir brauchen jetzt ein bisschen, bis der nach oben geht. Wir werden jetzt bei circa 160 Grad. Prima, alles klar. Na dann, also in 2 Minuten ist es soweit. Ich freue mich auf unser schönes, frisches, süßes Popcorn. Ich glaube, man kann es deutlich hören, das Popcorn wird langsam fertig. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Schauen wir uns das Ganze mal beim Ploppen zu. Ja, unbedingt. Das wollen wir doch sehen. Ah, wow. Also das hat jetzt gut Hitze bekommen hier. Und natürlich, die Maiskörner ploppen jetzt auf und es wird Popcorn. Wird lecker Popcorn wie im Kino, ne? Ja. Ich würde natürlich jetzt gerne sofort reingreifen, aber das Popcorn ist natürlich viel zu heiß, glaube ich. Ne? Das muss man ein bisschen auskühlen, bevor wir es essen können. Das ist noch sehr heiß, aber wir haben euch ja schon mal was vorbereitet hier. Wie das immer so ist in der Fernsehküche, es ist immer schon etwas vorbereitet. Ja, dann lass doch mal schauen. Ja, wir haben hier die süßen Popcorn für euch schon mal vorbereitet. Ich würde sagen, greifen wir einfach mal zu. Und testen das Ganze. Das sieht ja ganz lecker aus. Ne? Auch schön bräunlich hier schon, ne? Dass schön, man sieht, das Karamell. Ja, super karamellisiert, ne? Genau. Sehr, sehr knusprig, sehr lecker. Ja, also, Tobias, so einfach ist das. Popcorn vom Grill, habe ich so auch noch nie gegessen. Ich mache mir jetzt einen schönen Fernsehabend. Vielen Dank, Marco, fürs Grillen. Schönen Abend. Ja. Dankeschön und ja, bis bald mal wieder. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, es waren einige wertvolle Tipps zum Thema Einbruchschutz und auch Popcorn vom Grill für Sie dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Bis dahin bleiben Sie gesund und Ihnen eine gute Zeit. Und das sind unsere Themen kommende Woche. Beste Ernte. Ein Hochbeet kann jeden Garten verschönern. Gestalterisch flexibel, einfach zu pflegen und hohe Erträge machen das Hochbeet zu einem Schmuckstück auf dem Balkon oder im Garten. Und Mietpreisbremse funktioniert nicht. Im November letzten Jahres trat in Baden-Württemberg die Mietpreisbremse in Kraft. Offenbar ohne Wirkung. Die Mieten steigen immer weiter. Bauen und Wohnen ab Montag, 30. Mai, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.